Willkommen bei den Sibuchen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute wieder ein Umgestaltungsvideo. Das letzte Video ist Action Hall Video. Wer es noch nicht gesehen hat, hier oben könnt ihr es nochmal nachschauen. Das hat euch so gut gefallen, es kam so gut bei euch an. Deswegen habe ich gedacht, ich werde das Ganze noch einmal machen, aber in einem komplett anderen Stil. Und bin gespannt, welcher Stil euch da jetzt besser gefällt. Und am Ende des Videos gibt es noch eine kleine große Überraschung, nämlich was Neues wieder von mir für euch. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß, los geht's! Wie ich hier alles umgestellt habe. Es ist ein komplett neuer Stil für mich, aber ich finde den irgendwie derzeit sehr, sehr toll. Es ist sehr zart und ich habe schon die eine oder andere Idee, auch im Haus wieder mal was umzugestalten in dieser Stilrichtung. Ihr könnt mal gerne abstimmen, welchen Stil ihr euch besser gefallen hat, das von vor 2 Wochen oder jetzt hier dieser Stil. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten Punkt aus dem Video, und zwar Poster. Ihr wisst, dass ich Poster über alles liebe und dass ich sie immer zu Gestaltungszwecken ganz oft verwende, also immer wieder tausche und. Ich finde, da kann man so viel immer umändern, umgestalten. Ein Poster begleitet mich schon von Anfang an, als wir eingezogen sind. Den habe ich damals selbst geschrieben. Und ganz viele haben immer wieder gefragt, woher hast du dieses Poster, woher hast du dieses Poster? Und jetzt ist der Moment gekommen. Also ich habe das eigentlich schon sehr, sehr lange in meinem Kopf. Und endlich habe ich es geschafft, das auch alles über die Bühne zu bringen. Ab jetzt könnt ihr bei mir Poster kaufen, und zwar einfach meine persönlichen, ganz persönlichen Poster. Ich habe wirklich nur eine ganz kleine Auswahl genommen, und zwar in Russisch. Das ist das, was ich nie gefunden habe online, also wenn ich was gesucht habe, deswegen habe ich es auch damals selbst geschrieben. Und in meiner Muttersprache, weil ich weiß, viele meiner Zuschauer oder meiner Abonnenten sind auch russischer Abstammung. Irgendwann wird auch natürlich was Deutsches dazukommen, da bin ich von überzeugt. Ich muss mich aber da erstmal ein bisschen rantasten, und mit deutschen Schriftarten und Schriften ist es leider nicht so ganz einfach, was die Lizenzen und so weiter angehen. Da steckt ja ganz, ganz viel dahinter, um einfach so Poster rauszubringen, nicht einfach mal gerade ein Word hinschreiben und verkaufen, sondern ganz viele rechtliche Sachen. Und wie gesagt, so, ich will jetzt nicht lange drum herum reden, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich war noch nie bei einem Video so aufgeregt wie heute. Ich weiß nicht, vielleicht weil es sich wirklich um meine Muttersprache handelt und die Sprüche, die ich mir hier ausgewählt habe für die Poster, mir auch wirklich sehr, sehr viel bedeuten. So, komm mal rum, sag mal. In unserem Shop könnt ihr Poster kaufen in dem Format 30x40 und 40x50. Die sind richtig hochwertig von der Qualität, also wirklich dickes Papier, was ich da ausgewählt habe. Das war mir ganz wichtig, dass es halt nicht einfach nur so ein dünnes Blatt ist, sondern wirklich ein hochwertiges Bild ist, und das ist super matt, das heißt, es spiegelt jetzt nicht oder irgendwas. Also, und jetzt kommen wir mal zu den Sprüchen und zu den Bildern. Ich bin durch. Kommen wir zu dem Spruch, den ihr schon aus der
Dekoration hier jetzt aus dem Video gesehen habt, und zwar Счастлив тот, счастлив дома. Bedeutet so viel glücklich ist der, der auch zu Hause glücklich ist, finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch und bedeutet mir wirklich sehr viel. Also wie gesagt, ich habe nicht viel Auswahl genommen für den Anfang, ich muss mich da erstmal ein bisschen rantasten, aber wirklich nur Sachen, die mir am Herzen liegen. So, dann der besagte Poster, den ganz viele immer gefragt haben, und zwar мы по маленьким-маленьким буквам аккуратно в день этого дня собирали одно только слово. Это слово было семья. Ich finde das so, so schön. Sorry. Das ist ein Zitat aus einem Lied, und das Bild hang, wie gesagt, schon Jahre hier bei uns im Wohnzimmer. Nur nicht in der Konstellation jetzt genau, aber der Spruch. Und jetzt habe ich das endlich vollbracht. Es gibt es zu kaufen und ihr könnt es bei euch zu Hause aufhängen. Ich finde das so ein schöner Spruch. Der Spruch bedeutet so viel, dass man ja jeden Tag versucht, wie eine Art Turm zu bauen, an einem Wort dran zu bauen. Das Wort ist Familie, also immer aufbauend, aufeinander, miteinander. Genau. Dieses Poster mit der Familie gibt es in beiden Formaten, 30x40, 40x50, genauso wie Счастлив тот, кто счастлив дома, auch in beiden Formaten. Und dann noch zwei andere Poster, und zwar Мечты сбываются там, где в них верят. Das ist auch für mich einer der größten Sprüche. Eigentlich, ja, jeder ist einzigartig für mich einfach, weil es wirklich wahr ist. Ich bin auf jeden Fall der Mensch, der ja an Träume glaubt und für die Träume kämpft und für die Träume arbeitet, sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich jetzt heute bin. Und deswegen glaubt an eure Träume, es wird alles wahr. Ihr müsst nur ein bisschen dafür auch natürlich was tun. Und der letzte Spruch, was ganz, ganz Schlichtes. Der Anton findet das super mega. Für mich ist das auch ein sehr schöner, aber schlichtes. Also für mich zu schlicht ein bisschen. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Deswegen habe ich das mit reingenommen in mein Sortiment. Das ist auch einmal das Wort Familie und einfach in Druckbuchstaben, genau. Ja, und dann würde ich sagen, schaut euch einfach mal im Online-Shop um. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, was euer Favorit ist von dem, ja, von den Postern. Ihr merkt, ich bin heute total außer Rand und Band. Und dann wollte ich noch ein paar Worte auf Russisch auch sagen. Und schließlich, ja, ist das jetzt ein sehr, sehr großer Schritt für mich, was ja so meine Heimat angeht. Damit verabschiede ich mich und wie gesagt, im Anschluss noch ein paar Worte in meiner Muttersprache. Хочу сказать спасибо большое, огромное, огромное спасибо всем, кто нас смотрит и кто нас поддерживает. Просто иногда такие комментарии, письма, которые мы получаем, я просто думаю, вау, это просто ну, от людей, которые нас вообще не знают и нас так поддерживают, которые так гордятся нами и вообще просто нас всех объединяет одно, что мы когда-то где-то родились в СССР или в России, в Казахстане, Киргизстане, не знаю, все откуда-то, Белоруссия, Украина, и мы все равно одно, и я этим очень горжусь, все равно моя родина всегда останется в моем сердце, также у Антона, хотя мы, конечно, много уже лет прожили здесь, в Германии, все у нас почти по-немецки, говорим мы много по-немецки, но все равно русская есть русская, и из-за этого я просто благодарна, что у нас такая есть возможность с вами здесь пообщаться, и, ну, вообще, это просто класс, я рада, что вы с нами, продолжайте нас всегда смотреть, и viel Spaß beim Shoppen, würde ich sagen, ich weiß nicht. Конечно, мой русский не очень такой уж хороший, я... Хофую, и heißt hoffen. Я надеюсь, что вам это понравилось, вспомнила слово. Надеюсь, что вам понравилось, и я, конечно, буду рада, если вы будете что, покупать эти постеры, и они будут у вас висеть дома. И если вы мне пошлете ваши фотографии, Instagram или просто на email адресы, я буду очень-очень рада увидеть то, что я придумала у себя в голове у вас дома. Спасибо большое, и до следующего видео. Пока-пока!